In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie einen Pendelzug auf Ihrer Modellbahn automatisch steuern können, bei der der Zug zwischen zwei Haltepunkten oder Bahnhöfen hin und her pendelt. Die Steuerung übernimmt dabei die Central Station von Märklin. Sie können die Pendelzugsteuerung mit der Central Station einrichten, bevor Sie die Anlage aufgebaut haben. Um das mal ganz einfach zu zeigen, erstellen wir im Gleisbild der CS3 eine neue Platte und zeichnen darin eine Pendelstrecke ein. Künftig soll dieser Betrieb aber automatisch von der Central Station gesteuert werden. Dazu verwendet man auf der Anlage Schaltgleise oder Kontaktgleise, mit der die Central Station erkennen kann, ob ein Zug über ein Gleis gefahren ist oder auf einem Gleis steht. Achten Sie bei Kontaktgleisen darauf, dass sie bis zum Ende des Gleises gehen. Bevor Sie das auf der Anlage einbauen, können Sie diese Steuerung mit der Central Station programmieren und schon mal ausprobieren. Im Gleisbild der CS3 fügen Sie jetzt einen S88-Artikel hinzu, der später über einen S88-Decoder erkannt wird. Dieser S88-Artikel kommt auf die eine Seite für den ersten Haltepunkt. Danach kommt auf die andere Seite der Pendelstrecke noch ein zweiter S88-Kontakt für den zweiten Haltepunkt. Diese beiden S88-Artikel sollen künftig die Ereignisse steuern, wenn ein Zug hin und her fährt. Dazu erstellen wir in der Central Station ein Ereignis. Tippen Sie oben in die Menüleiste auf Ereignisse und erstellen Sie ein neues Ereignis. Dieses Ereignis nennen Sie Bahnhof 1. Jetzt können Sie mit dem Finger das Kontaktgleis auf das Symbol Handbetrieb links ziehen. Statt des Schaltens mit der Hand wird das Ereignis jetzt von diesem S88-Kontakt ausgelöst. Das können Sie noch genauer einstellen. Mit der Stellung legen Sie fest, ob das Ereignis ausgelöst wird, sobald der Zug das Gleis berührt, oder erst ausgelöst werden soll, wenn der Zug das Kontaktgleis wieder verlassen hat. Bei Schaltgleisen ist diese Stellung egal. In diesem Beispiel soll das Ereignis direkt ausgelöst werden, sobald die Lok den Kontakt als besetzt meldet. Also stellen wir die Stellung auf Gelb für belegt. Zur Sortierung können wir für die beiden Ereignisse dieser Pendelstrecke auch eine Gruppe anlegen, die wir Pendelstrecke nennen. Sie können jetzt auf den roten Knopf tippen, um ein Ereignis aufzunehmen oder Steuerbefehle per Drag-and-Drop in das Ereignis ziehen. In diesem Beispiel soll der Zug, der bereits fährt, anhalten, die Richtung wechseln und zurückfahren. Sie können das Ereignis noch bearbeiten und die Zeit einstellen. In diesem Ereignis sollte die Lok ohne große Verzögerung sofort anhalten und gleich die Richtung ändern. Als Ereignis wird die fahrende Lok jetzt gebremst und fährt wieder zurück. Wenn zwischen dem Befehl zum Anfahren der Lok direkt der Befehl für den Fahrtrichtungswechsel folgt, dann wird die Lok ohne Bremsverzögerung abrupt anhalten. Schöner wird es, wenn Sie eine kleine Pause als Verzögerung vorsehen. Jetzt legen Sie ein zweites Ereignis an, für die andere Richtung. Das Ereignis nennen Sie Bahnhof 2. Mit dem Finger ziehen Sie wieder das zweite Kontaktgleis auf das Symbol Handbetrieb links, stellen wieder ein, dass das Ereignis ausgelöst wird, sobald der Zug das Gleis berührt, und legen das Ereignis in die Gruppe Pendelstrecke. Jetzt wiederholen wir das Spiel für die Gegenrichtung. Sie wählen wieder dieselbe Lok von eben, die entgegengesetzte Fahrtrichtung, und drehen den Fahrregler auf. Auch dieses Ereignis bremst jetzt wieder die fahrende Lok und fährt sie wieder zurück. Diese beiden Ereignisse lösen sich gegenseitig so lange aus, bis Sie auf der CS3 auf Ereignisse abbrechen tippen und die Lok manuell anhalten. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachbauen!